Herzlich willkommen in Finchys Welt zu einer neuen Folge von Snacktake. Ich habe mir heute zur Vorsicht ein bisschen Limo hier hingestellt, damit ich, falls es zu hart wird, den Geschmack ein bisschen wegspülen kann. Denn ich habe von der guten Frau Zimmi einen Tipp bekommen für einen Snacktake. Und ich habe das tatsächlich gefunden. Es handelt sich nämlich heute um die neuen limitierten Pringles-Sorten. Die Dinger sind anscheinend jetzt zu Weihnachten irgendwie rausgekommen, denn das sieht auch sehr weihnachtlich aus, das Ganze. Und vom Geschmack her passt es auch eher in den Winter als irgendwo anders hin. Die Dinger gibt's wie immer im Rewe. Also ich finde bei uns im Rewe hier oben alles, außer wenn man irgendwie ganz normale Sachen haben will, die findet man nicht. Aber sowas, so ein Scheiß, das haben die hier. Und es handelt sich zum einen um Pringles Mint Schock, sprich Minzenschokolade Pringles Chips, was? Und Sweet Cinnamon, sprich süßer Zimt Chips. Was? Ja. Was probieren wir denn zuerst? Ich traue mich eigentlich gar nicht so richtig. Wir probieren zuerst mal das, was sich noch ekliger anhört, nämlich Minzschokolade. Okay, das Interessante ist jetzt, die sehen aus wie ganz normale Chips. Ich hätte es damit gerechnet, dass die dunkler sind, dass sie wirklich aussehen wie Schokolade oder so. Aber die sind tatsächlich hell wie eine ganz normale Pringles. Alter, was ist das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also, kennt ihr das, wenn ihr was erwartet, wenn ihr irgendwo reinbeißt und das schmeckt dann komplett anders und das passt gar nicht dazu? Das Ding, diesen Fall haben wir hier. Man denkt echt, man isst jetzt Chips, weil sie halt sich anfühlen wie Pringles, sie sehen aus wie Pringles. Sie riechen sogar wie Pringles, also man riecht nicht, dass das Minzschokolade sein soll, aber... Alter, meine Tasche, ey. Okay. Das ist hart. Nee. Also, ich esse gerne außergewöhnliche Sachen. Aber das? Das geht gar nicht. Das schmeckt original wie... Ah ja, klar. Kennt ihr oben? Guck mal, auf dieser... Hier oben am Rand von der Dose, da sind so... Ja, so eingepackte... Was ist das? Diese... Es gibt halt diese Minzschokoladen-Bonbons. Und genauso schmeckt das. Also die lasse ich mal hier, falls jetzt in den nächsten Tagen Besuch kommt, falls der Lee kommt oder so. Ja, oh nee. Und jetzt haben wir hier noch, oh Gott, ich habe Angst. Jetzt haben wir hier noch süßen Zimt auf Chips. Oh Gott, Zimmi, was machst du denn hier? Das ist dasselbe, die... Oh Gott. Kann man das erkennen, da unten? Das ist Zimt. Da ist verdammt nochmal voll viel Zimt auf diesen scheiß Pringles. Also das ist nicht ganz so krass wie die anderen. Dann lachst du blöder Pringles-Mann, oder? Nee. Also, wir sind nicht ganz so beschissen wie die anderen. Aber das muss ich echt nicht haben. Weil, man versucht ja momentan irgendwie alles zu mischen. Ihr habt's doch gesehen bei diesem Ahoi-Brause-Riegel und bei dem Ahoi-Brause-Joghurt und was gab's denn noch alles für Scheiß. Aber das ist ja total behindert. Weil, wenn ich irgendwas mit... Da kommt mein Husten wieder hoch. Ich bin immer noch krank ein bisschen. Aber, hey, nee. 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 Wie gesagt, dieses Zimt-Döns, das geht noch, weil das nicht ganz so, abwegig ist.
das ist ja nun irgendwie nur ein Gewürz. Aber die anderen, die nach Schokolade schmecken? Ja, wenn ihr mal eure Freunde schocken wollt oder sowas. Ui. Wenn ihr eure Freunde mal schocken wollt oder sowas. Oder irgendwie, macht einfach mal so einen Teller. Ihr müsst das ja nicht dahinstellen. Macht mal so einen Teller, kauft die Dinger, tut die in so eine Schale oder tauscht die aus. Das ist natürlich auch eine geile Idee. Holt eine ganz normale Dose Pringles, Paprika oder Original oder was es da noch so gibt, tauscht die aus und tut davon welche rein. Noch besser, tauscht nur so ein paar aus. Das heißt, erst sind es ganz normale und dann kommt irgendwann das. Oder ja, geil. Jetzt bin ich wieder krank wegen diesem Scheiß hier. Danke, Zimmi. Ja, muss ich nicht haben, wie gesagt. Also ist jetzt irgendwie nicht so prall. Aber es schmeckt nach dem, was draufsteht. Wenn ihr die Dinger probiert habt, schreibt mir in die Kommentare, wie schmeckt euch der Kack. Mir schmeckt es nicht, beziehungsweise ich kann damit nichts anfangen, wenn die, wenn das natürlich Chips sind, die da Schokolade schmecken. Wobei ich normalerweise auch Chips mit Schokolade kombiniere. Keine Ahnung. Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Scheiß hier? Esst ihr sowas gerne, so außergewöhnliche Sachen, oder meint ihr, irgendwo hat das ins Grenzen? Also ich finde, das ist zu übertrieben. Macht die Dinge von mir aus scharf ohne Ende oder salzig ohne Ende oder was auch immer, Barbecue, Ketchup, keine Ahnung, Currywurst, passt ja alles immer noch, aber Zimt und Schokolade, Minzschokolade, das passt überhaupt nicht zu Chips. Aber probiert's mal, würde mich eure Meinung echt mal interessieren, was ihr davon haltet. Krasse Scheiße. Bis zum nächsten. Tschüss.